guten Morgen am Dienstag mit Helene Fischer. Am Samstag, da haben sie ein Konzert in Bad Hofgast eingespielt, bei sehr bescheidenem Wetter, wenn man das so sagen darf, Dauerregen, aber die Fans haben ausgehalten und es offenbar genossen. Wie war es für Sie? In der Tat, ich ziehe da wirklich immer meinen Hut, also vor dem Publikum, die da ausharren im Regen stundenlang und dann ist die Stimmung bestens, wenn ich auf die Bühne komme. Also ich habe es wieder mal sehr genossen, auch wenn das Wetter tatsächlich nicht ganz so mitgespielt hat, aber ich finde, es hat dann doch eine gewisse oder besondere Stimmung dann immer wieder. Also ich bin dem Element Wasser ja schon mittlerweile sehr treu und habe jetzt auch diesmal einfach durchgezogen und habe es, wie gesagt, total genossen. Da ist die Vorfreude hat dann doch gesiegt, ja. Es war, wenn man so sagen kann, eine Show mit eher kleinerem Besteck, also nicht die ganz großen Effekte und die ganz große Akrobatik. Das kommt jetzt dann bei der Tour 2023, beziehungsweise kann man das große Besteck auch hören auf dem Album Rausch live. Man glaubt es ja nicht, aber es kommen immer wieder neue Superlative, wenn Helene Fischer etwas in die Hände nimmt. Es war das größte Konzert, das sie jemals gespielt haben in München. Das ist der Mitschnitt. Absolut, ja. Das war für mich ein, weiß ich nicht, ob es ein einmaliges Ereignis bleibt, aber zumindest in meiner Karriere war das absolut Gänsehaut und an Superlative in dem Moment von der Menschenmenge her nicht zu übertreffen. Das war ja ein sehr, sehr berührendes Erlebnis, weil ich natürlich jetzt auch schon sehr lange nicht mehr auf der Bühne stand und dann gleich vor so vielen Menschen. Das wird natürlich im nächsten Jahr wieder ganz anders und darauf freue ich mich aber auch, muss ich sagen, sehr, denn ich darf wieder in die Arenen. Das ist natürlich nochmal von der Stimmung her ganz anders. Wenn man es fast sagen möchte, bin ich in den Arenen mehr zu Hause, weil ich da einfach mein Publikum ein bisschen näher habe. Ich habe so das Gefühl, ich komme näher an die Fans. Man hat da einfach ein intensiveres Gefühl zueinander. Ja. Und es ist ja eine Megatour. Sie schreiben selber auf der Homepage, es wird groß. Es wird sehr, sehr groß. Ich habe die Termine angesehen. Sie kommen auch nach Wien in die Stadthalle und nicht nur für einen Termin, sondern gleich 5 Termine hintereinander. Das braucht extrem viel Kondition. Absolut, ich werde jetzt auch so langsam anfangen müssen, mich darauf vorzubereiten, aber ich habe jetzt schon, ja, ich bekomme vom Cirque du Soleil ein schönes Sportprogramm und ich habe jetzt noch ein halbes Jahr Zeit, mich darauf vorzubereiten und muss tatsächlich jetzt auch konditionell wieder auf das Level kommen, was ich vor vielen Jahren da auch schon auf die Bühne gebracht habe, aber ich bin zuversichtlich, wir werden da eine wirklich schöne Show kreieren und mit Momenten, die hoffentlich ans Herz gehen und die für immer in Erinnerung bleiben werden, ja. Sie haben es angesprochen, Sie arbeiten mit dem Cirque du Soleil zusammen, das sind Profi-Akrobaten. Jetzt mutieren Sie in dem halben Jahr auch zu einer Profi-Akrobatin und singen noch dazu. Wie schaut dieses Trainingsprogramm, dieses Sportprogramm bis dahin aus? Haben Sie schon einen Überblick? Noch bin ich tatsächlich erst in den Vorbereitungen. Das heißt, ich werde mir ja in diesem Herbst jetzt anschauen, was so richtig auf mich zukommt im nächsten Jahr. Ich denke mal, da wird viel Krafttraining jetzt erstmal dabei sein. Aber ich muss mich tatsächlich, stimmlich gesehen, muss ich mich vorbereiten. Ich muss aber auch schauen, dass ich wahrscheinlich wieder viel mehr jogge und all so diese Sachen, damit ich da einfach wieder über die Bühne huschen kann, so dass es mit einer Leichtigkeit passiert, dass die Leute nicht das Gefühl haben, dass ich außer Atem bin. Ja. Dass sie nicht atemlos sind, um einen kleinen Kalauer anzubringen. Absolut. Dienstag, der 4. Oktober, das ist Guten Morgen Niederösterreich mit Sonja Köber und Andreas Hausmann. Guten Morgen. Und mit Helene Fischer. Welche Musik hören Sie privat? Ich bediene mich ja auch, wie auf dem neuen Album, tatsächlich sehr gerne an verschiedenen Musikstilrichtungen. Also von elektronisch über ganz normalen Radiopop, sage ich jetzt mal, über Klassik. Also ich höre wahnsinnig gerne auch klassische Musik. Ich bin da sehr uneingeschränkt. Rockmusik mag ich auch sehr gerne. Also je nach Bedarf und je nach Situation. Wonach steht Ihnen hier und jetzt der Sinn? Ein Musikwunsch für und von Helene Fischer? Ich höre tatsächlich gerne Songs von Toto. Deswegen wäre mir jetzt nach Toto und ich würde vorschlagen, Africa ist ein schöner Song von dieser Band. Von daher, ja, viel Spaß und einen guten Start in den Tag. Guten Morgen am Dienstag mit Helene Fischer im Interview. Was mich als Frühaufsteher natürlich sehr interessiert, wie starten denn Sie in den Tag? Gibt es da ein Frühstück? Und wenn ja, was? Wie schaut der Frühstückstisch von Helene Fischer aus? Für mich ist ein ausgewogenes Frühstück wirklich fast das Wichtigste am Tag. Also es gibt ja Menschen, die mit
einem Kaffee klarkommen und dann in den Tag starten. Das ist überhaupt nicht meins. Also ich liebe es zu frühstücken und mir schon am Morgen gleich die volle Dosis an Vitaminen und hochwertigen, guten Kohlenhydraten irgendwie mit auf den Tag zu geben. Dann kann ich auch ja gestärkt in den Tag starten. Also ich bin zu einer Frühaufsteherin mutiert jetzt mittlerweile. Früher habe ich gerne ausgeschlafen, aber das ist natürlich in meiner neuen Lebensphase nicht mehr ganz so möglich, was aber total okay ist. Damit fällt das Frühstück für mich jetzt auch ein bisschen ausgedehnter aus. Entweder gibt es ein Müsli, so eine Art Birchermüsli, rühre ich mir immer selber an. Ansonsten dann gerne auch mal, wenn ich länger Zeit habe, dann eine Eierspeise und ein Stück Brot. Das ist für mich dann auch immer sehr wichtig und essentiell, ja. Kaffee oder Tee? Tatsächlich beides. Also ich starte immer mit einem heißen Ingwertee, also Ingwer-Zitronen. Jetzt kommen wir sowieso auch wieder in die kältere Jahreszeit, damit das Immunsystem wieder vorbereitet wird. Danach gibt es für mich einen Kaffee und auch nur einen am Tag. Dann über den Tag verteilt eigentlich immer nur Wasser. Sie haben unlängst gesagt in einem Interview, Sie lieben Österreich, Sie kommen immer wieder gern in unser Land. Was gefällt Ihnen besonders? Können Sie es konkretisieren? Können Sie es festmachen? Naja, ihr habt natürlich von den Seen über die Berge, also da ist einfach naturell gesehen, ist es immer wieder so, dass mir das Herz aufgeht, wenn ich hier in Österreich bin. Es ist landschaftlich einfach wunderschön. Also ich kann das jetzt gar nicht spezifisch sagen, aber es ist natürlich auch die Herzlichkeit, die Menschen in sich tragen und die Bodenständigkeit, die mir einfach wahnsinnig gefällt und die ich mag. Hier wird man einfach irgendwie gefühlt immer umarmt und auch kulinarisch umarmt. Das gefällt mir sowieso am allerbesten, weil ich hier einfach noch nie schlecht gegessen habe in Österreich. Und wenn ich es mir nochmal aussuchen könnte, könnte ich mir auch gut vorstellen, hier zu leben, weil das einfach mich total in dem Gesamtpaket einfach echt abholt. Vielleicht kommt das ja noch. Ne? Vielleicht, man weiß es nicht, genau, ja. Wir hatten eine wunderschöne Rubrik auf unserem Sender Niederösterreichisch für Anfänger, wo es darum gegangen ist, die niederösterreichischen Dialektbegriffe den deutschen Touristen näher zu bringen. Wenn Sie Lust haben, machen wir zwei Begriffe. Gerne. Wissen Sie, was ein Singerl ist? Singerl. Schwierig. Also vielleicht irgendwie ein kleines Bier, nur geht es in die Richtung, oder? Klein stimmt schon wegen der ERL-Endung. Ja. Aber es gibt tatsächlich zwei Lesarten. Entweder ist es ein Küken, ein Hühnerküken, oder in meiner Umgebung sagt man auch zu 1, 2 oder 5 Cent Münzen Singerl. Mhm. Ah ja. Schön, habe ich ja was gelernt heute. Vielen Dank dafür. Der zweite Begriff, ein Lamour-Hatscher. Wissen Sie, was das ist? Lamour-Hatscher, das klingt doch schon wieder, auch gar keine Idee tatsächlich. Lamour-Hatscher, jetzt gucke ich mal in die Runde, aber ich sehe nur Fragezeichen. Ja, bitte. Ein langsames Liebeslied. Wirklich? Hier. Ein Lamour-Hatscher, jetzt hat er Lamour, okay. Ist auf dem neuen Album Rausch der eine oder andere Lamour-Hatscher auch drauf? Ja, doch, ja. Sehr süß. Ein süßer Begriff, muss ich sagen. Vielen herzlichen Dank. Ich wünsche ganz, ganz viel Glück und alles Gute, viel Erfolg auch für die nächsten Monate, für die Tour, die ansteht. 7 Monate sind Sie unterwegs. Das ist wirklich eine lange und intensive Zeit. Viel Kraft und alles Gute. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Und ich freue mich natürlich über jeden, der uns besucht und dem wir magische Momente bescheren können.